Liebes Publikum, wir sind jetzt 10 Stunden und 43 Minuten live on screen. Wir wissen nicht, wie wir diese Komplimente an uns genau qualifizieren sollen. Also lobt man uns, weil wir noch nie in einen kleinen Schockschlaf gefallen sind oder weil wir unterhaltsam sind womöglich. Und wir kriegen gerade über unseren internen Kanal die Frage, ob uns das Essen schmeckt. Ja, in der Tat. Ja, es ist lecker. Ich finde, es hat so eine gute Schärfe. Die, ja. die weckt mich auch nochmal so richtig auf. Ja, es ist fresh. Jan, wurde bei dir auch Bier mitgeliefert? Nee, bis jetzt nicht. Oh, dann habe ich vielleicht oder ich alle halt Flaschen abbekommen. Ich hatte 3 Flaschen Bier, aber ich habe mich noch nicht bereit gefühlt. Vielleicht, wir machen ja jetzt noch so 1 Stunde 15 Minuten. Vielleicht so in 1 Stunde könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist gut. Mal so zu öffnen. Also wichtig ist jetzt, dass wir unseren nächsten Gast empfangen. Ich muss erst mal runterkauen. Ist diese Gästin bereit, sich unseren eisigen Fragen zu stellen? Ah. Madame Ariette Wolf, bonjour. Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Für dich, Jan, übrigens. Danke. Für mich, oder wie? Ich habe gerade gehört, dass bei dir kein Bier zugeliefert wurde. Ja, leider. Ja. Wir haben in der das wurde hier schon aufgeklärt. Steffi musste bei mir auf den Mindestbestellwert kommen und bei Jan gab es gar keinen Alkohol im Restaurant. Okay. Ist okay. In der Wahrheit, ja gut. Darf ich Bier trinken dazwischen oder ist du kannst trinken, was ja, du möchtest. Ja, voll, ja. Jetzt werden wir langsam so ein bisschen. Okay. Prost. Feierabend. Wie geht's euch? Prost, Harriet. Großartig. Ja? Gut eigentlich. Erstaunlich gut. Erzählt mal ganz kurz, dann fragt ihr mich. Ganz kurz, du meinst jetzt von dem Tag erzählen? Ja, erzähl doch mal. Ich war heute so eine bekloppte Produktion, dass ich nichts angucken konnte, muss ich gestehen. Ach so. Also wir sind hier seit 8 am Start. Wir hatten bisher nur ein technisches Problem, total schade, bei Tom. Ja. Aber den schalten wir jetzt in der Dreiviertelstunde nochmal wieder dazu. Und ja. Versuchen es nochmal. Und ansonsten hat eigentlich alles ganz gut geklappt und die Leute sind toll, also die aus der Taz, aber auch die Fragen stellen, sind toll. Hier das Team im Hintergrund ist toll, der Peter und Steffi und Selina, Luisa und Gianluca und Raoul. Und wir haben sogar Essen bekommen. Richtig super. Da bin ich froh. Ich habe euch ja auch schon spachteln sehen in der kleinen Pause. Ariette, wir müssen jetzt auf dich zu sprechen kommen. Also zunächst, du siehst mal wieder sensationell aus. Also diese Sonnenbrille, ich schätze mal, das ist ein Kleid, das ist ein Superfummel. Das ist so postgrünoider Bambus-Schick, wenn ich das richtig entziffere. Mhm. Karstadt-Hermann-Platz, ja. Ja, ach komm, jetzt keine Werbung. Warum sagst du nicht einfach Che so und so. Also, wie dem auch sei, was machst du eigentlich in der Taz? Ich mache U und E. Und das bedeutet? Das bedeutet, ich mache Unterhaltung und ich mache Ernstes, wenn man beides so sehen will, dass einer als Unterhaltung, nämlich die Wahrheit, die einzige Satire-Seite, wohl weltweit einer Tageszeitung. Mhm. Und bin Themenchefin in der Regie. Und mache immer wieder im Aktuellen, zusammen mit meinen lieben Kolleginnen und Kollegen, bestelle ich das Themenfeld und ich nenne es immer morgens mit dem Themenwägelchen losziehen und mit den Kollegen zusammen die besten Themen ausfindig machen des Tages. Ja. Wenn du sagst, dein Tag war heute so voller Produktion, dann klingt das, als wärst du heute Themenchefin gewesen. Nee, lustigerweise. Ach so. Nein, es war heute eine schwierige Wahrheit-Produktion, weil wir technische Probleme hatten mit den Computern. Es kann einfach auch sein, weil so viele tolle Inhalte heute über die Taz gestreamt wurden, dass es zum Teil einfach in der Produktion ruckelig war. Das heißt, wir hatten 2-mal einen Computerabsturz.
Und das war dadurch ein bisschen schwierig. Und wir produzieren immer zwei Seiten, also die Freitag- und die Samstagsausgabe der Wahrheit am Donnerstag. Und dadurch kamen wir plötzlich ein wenig ins Ruckeln. Aber es hat alles noch geklappt und die Seiten sind schön. Ich weiß jetzt nicht genau, Harriet, wir kennen uns ja jetzt auch schon einige Jahre. Also jetzt fragt Christine Blume, ich weiß das gar nicht zu verorten, E oder U. Ich lese die Frage mal vor. Früher gab es mal Rätsel samstags, die ich auch lösen konnte. Bei dem jetzigen fehlen mir immer etliche IQ-Punkte. Jeden Samstag frage ich mich, warum ich so dämlich bin. Ich würde einfach gerne mal wieder ein Rätsel lösen können. Eigentlich habe ich das um die Ecke denken gerne und schaffe es auch bei anderen großen Zeitungen, Klammer auf, Achtung, und bei der Apothekenumschau. Also ich warte. Ich kann beruhigen, ich warte auch. Ich kann es nämlich auch oft nicht lösen. Ich muss es gestehen. Das Wahrheit-Samstag-Rätsel ist wirklich vertrackt. Und es ist auch vertrackt zu produzieren. Dem bin ich auf die Spur gekommen. Ich schaffe die Produktion des Rätsels. Der große Rätselmeister ist aber mein lieber Kollege Michael Ringel, der das wirklich 1A produziert. Und die Auflösung des Rätsels ist wirklich, glaube ich, nur, wie soll ich das sagen, ist einer bestimmten Gruppe von Menschen vorbehalten. Es ist wirklich nicht leicht. Also das heißt, das aber ist es gibt diese Gruppe es Menschen. Gibt diese Gruppe von Menschen. Es gibt die Gruppe, das heißt, ihr bekennt euch auch, du ja auch dazu, bekennst es freimütig, es gibt einen elitären Zug in der Publizistik. In der Rätselpublizistik, sagen wir das mal so. In der Rätselpublizistik, ja, es gibt da einen eingeschworenen Kreis. Wir erreichen aber jede Woche via Touchshop wirklich, ich glaube, hunderte von richtigen Einsendungen. Das muss man auch mal sagen. Weil wir kennen Christine Blume, unsere Zuschauerin und Leserin nicht, aber selbstverständlich hat sie genau die für sie richtige IQ-Punktezahl, wenn man daran glauben möchte. Aber du sagst, das Rätsel wird gelöst und es liegt aber nicht an Doofheit oder Dummheit oder... Es liegt, also ich denke ja auch sehr, sehr gerne um die Ecke, aber ich glaube, dieses Denken ist wieder an einer anderen Ecke. Und da möchte ich Frau Blume echt bestärken, entweder sich davon zu lösen oder weiter zu rätseln. Die Wahrheit hat doch so einen ganz eigenen Fanclub auch. Weißt du, wie viele Mitglieder da gerade so drin sind? Es gibt, wir verraten die Zahl nicht. Es sind ganz schön viele und wir nehmen auch nur beim Tod eines Mitglieds neue Mitglieder auf. Also es ist wirklich ein bisschen schwierig. Und dann auch wiederum traurig, aber dann natürlich auch wieder schön für jemand, der wieder neu aufgenommen werden kann. Aber du bist gleich aufgenommen worden, als du warst. Ja, schuddelnde Wahrheitsredakteurinnen und Redakteure werden aufgenommen. Das ist du musstest auch nicht betteln und auf Knien rutschen. Und bis jetzt nicht. Bis jetzt nicht, das ist gut. Also aber das heißt eigentlich, Entschuldigung, aber eigentlich, das müssen wir festhalten, es hat die härteste Tür in Berlin hat nicht das Berghain, sondern die Wahrheitsredaktion. Ja, immer noch, weil das Berghain hat ja im Moment eine Galerietür, hat ja eine ganz leichte Tür im Moment. Also ja, die finde ich auch viel zu weit offen. Das finde ich auch. Das schadet dem Berghain ja nur. Anyway, also du hattest eben gerade so ein schönes Wort erwähnt, da geht man so drüber weg, wir drei, zumal du gehst mit deinem Themenwägelchen rum morgens als Themenchefin und so eine Marketenderin des Inhaltistischen. Aber was heißt eigentlich genau, wir müssen uns ja auch ein bisschen erläutern, unserem Publikum, was bedeutet eigentlich genau produzieren? Produzieren im Tagesverlauf? Ja, was auch immer du da jetzt drunter verstehen möchtest. Was bedeutet ein Text, ein Rätsel produzieren? Die Produktion hängt ja mittlerweile mit unserem wunderbaren neuen Redaktionssystem zusammen.
Und das, glaube ich, ist ein interessanter historischer Rückgriff für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir hatten nämlich mal ein altes Redaktionssystem. In den letzten Zügen dieses alten Redaktionssystems bin ich zur Taz gekommen und fand es einfach unglaublich, wie man technisch diesen Text produziert. Also das heißt, wie man ihn einrichtet, so dass er auf die Seite, dass er vom Layout... Einrichtet bedeutet, dass man auf Layouts und auf Formate... Längen, Breiten, Höhe, genau. Tiefen und so weiter Rücksicht nimmt. Wir arbeiten ja eng mit dem Layout zusammen, die uns sozusagen das Layout der Seite bereitstellt, in Absprache mit unseren Wünschen, aber auch mit dem professionellen Blick, wie das gut funktionieren könnte bei den verschiedenen Textlängen, die wir für den Tag einpreisen. Und dann geht es dran, die verschiedenen, das sozusagen so fertig zu machen, dass es auf Zeile ist im guten alten Print. Im guten alten Print muss ja noch wirklich was auf Zeile sein, sonst fällt es hinten runter. Dass die Styles, also die bestimmten, die bestimmten Schriften richtig sind, dass wir da nicht eine Bleiwüste haben. Und das eben ist das Produzieren. Und dann, wenn es für Print produziert ist, produzieren wir es dann auch nochmal für online. Also das bedeutet, dass die Bildunterschrift, sagen wir, zu einer gewalttätigen Attacke in, sagen wir, Groningen, Niederlande nicht plötzlich unter einem Handball-Frauenbild in Österreich auf der Sportseite steht, sondern produzieren bedeutet, dass man Texte sinnvoll auf Länge und auf Korrektur bringt. Ja, so? Ja, genau. Und es heißt übrigens Groningen, gell? Aber du sprichst Groningen. Ja, Mann, ich wollte nicht so angeberisch sein. Weiß ich nur, weil ich letztes Jahr 3 Monate in den Niederlanden verbringen durfte. Ja. Genau. Aber es ist immer jeden Tag ein kollegiales Teamwork, was sich auch in unserem Chat-System Riot widerspiegelt. Da findet sich viel über die Untiefen, aber auch die Schönheiten. Dann sag doch mal, sorry, was bedeutet Riot? Bedeutet das Unruhe? Bedeutet manchmal Riot, bedeutet manchmal echt ja. Riot. Bei der okay. Taz auch. Eine letzte Frage. Wir bitten dich um eine Antwort, die nur ein Satz lang sein darf. Und ein Semikolon darfst du dabei haben. Du findest die Taz gut? Ich liebe die Taz. Mehr kann man nicht sagen. Harriet, wir beten dich an. Dankeschön. Danke für deine Zeit. Danke euch. Danke, Harriet. Macht's gut. Adieu. Ciao. Tschüss, adieu, Prost. Tschüss. Ja. Es wird immer kürzer. Ja, aber wir sind ja getrieben. Jetzt ist ja Carolina schon dabei. Ja, Mann. Also die Regie ist so erbarmungslos. Ja, aber ich hab auch gar keinen Überblick, wie viele jetzt noch kommen. Also der Tom sagen, kommt ja noch. Vier noch. Carolina kommt, also die ist jetzt gleich im Bild. Und dann kommt Christian Jakob, Malte Kreuzfeld und Tom. Oh, also wenn wir sozusagen, wenn wir jetzt mit jeder Person eine Viertelstunde sprechen, dann ist ja schon 8. Nein, wir werden mit jeder Person 11,37 Minuten reden. Damit wir am Ende noch wie lange reden können? 9,25. Krass. Ja, da müssen wir in 9,25 Minuten auf die restlichen Fragen eingehen. 12 Stunden Taz-Bilanz. Bei mir ist so dunkel geworden, ne? Oder? Ja, du siehst aber gut aus. Du siehst im Moment aus wie 4 Wochen Urlaub in mild sonnigem Gelände. Ah ja, okay, dann verändere ich nichts. Wir begrüßen ganz herzlich eine relativ neue Kollegin. Da ist sie. Ja, du hast Ton, du hast Ton. Du hast Ton, du musst YouTube wegmachen, Sweetheart. Ja. Das ist unsere besondere Kollegin. Sie macht Insta und sie ist eine Künstlerin und sie kann so viel. Herzlich willkommen, Carolina. Hallo. Hallo, wie aufregend. Sonst machst du immer so Videos von uns und jetzt bist du hier im Zoom. Du siehst wieder so toll aus. Ich bin viel lieber hinter der Kamera als vor der Kamera. Wie geht's euch denn? Wie viele Stunden habt ihr schon durchgehalten eigentlich? 11. That's the final hour. Ja. Aber Jan aus. Ja, okay. Was? Ich bei mir in der Kamera sehe ich total rot aus, aber wenn ihr sagt, sieht gut aus, naja.
Ach, Carolina, was ich dich schon immer mal fragen wollte, wo kommst du eigentlich her? Wo ist das? Ist das auch so ein bayerisch-Dialekt-Ding? Also, wie ich erst in der Taz gelernt habe, bin ich eine bayerische Schwäbin, Landkreis Augsburg, und da aufgewachsen auf dem Land, tatsächlich am Waldrand. Und immer im Wald gewesen und Baumhäuser gebaut und so weiter. Das ist Augsburg, ne? Ja. 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 Sehr schöne Stadt. Und jetzt? Nein, aber natürlich brauchst du eigentlich die Großstadt und deswegen ist toll, dass du. Du machst Berlin Instagram. Bist. Du machst Instagram. Du machst Kunstwerke. Also, das ist einschüchternd, darf ich das sagen? Aber. Wieso? Wieso ist ja, das weil das so, weil man denkt so, oh, das kriegt man ja nie hin. Aber was ich fragen möchte, wie in aller Namen bist du zur Taz gewählt worden? Über Viktoria Mordasch eigentlich, die ja schon lange in der Taz ist. Ich glaube schon über 10 Jahre fast, oder? Ja. So genau weiß ich es nicht, aber schon lange her. Ja, genau. Und dann, in der Wochenendredaktion. Ja, und dann war ich eigentlich in der Rudi-Dutschke-Straße oft und dachte mir, da würde ich auch gerne mal arbeiten. Und dann habe ich mich beworben als Social Media Buff bei taz.de. Ich glaube, das war im März 2019. Meine Carolina, lass uns mal genau werden. Du kamst in die Rudi-Dutschke-Straße und dachtest, da willst du auch mal arbeiten. Warum eigentlich? Was waren so die Kicking Points? Gar nicht wegen der Arbeit selber. Ich fand das Haus einfach cool und die Leute. So. Und Taz, Taz habe ich halt schon irgendwie als Jugendliche so gelesen und im Studium natürlich. Und ja, fand ich cool. Ja. Und hast du dir vorher vorstellen können, wie das dann von drin? Überhaupt nicht. Ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Also ganz anders. Es ist wesentlich abenteuerlicher und vielseitiger tatsächlich. Also es ist eigentlich jeden Montag so, dass ich mir denke, das kann nicht wahr sein und das schaffen wir nicht. Und dann am Freitag denke ich mir, okay, wie haben wir das jetzt wieder gemacht? Ja. Aber deswegen macht es mir auch Spaß, weil normalerweise bleibe ich nicht so gerne an einem Ort. Ich bin sehr gerne... probiere ich immer wieder neue Dinge aus. Und bei der Taz ist es halt so, dass man das da einfach im Haus immer wieder ganz viele neue Sachen machen kann und lernen kann. Und deswegen gefällt mir das sehr gut. Du hast eine Weile, also dich haben ganz, ganz viele im Haus kennengelernt, weil du dann, als du letztes Jahr gekommen bist, hast du dann angefangen, dass die Seite 1 Redakteure, also da bist du dann mit der Kamera gekommen und hast sie gefilmt und die mussten dann so zeigen, ja, heute haben wir das gemacht, das hier ist der Entwurf, den wir da nicht genommen haben. Und ich fand das aber ganz sympathisch, aber das wurde eingestellt. Hat das niemanden interessiert? Das Problem war, dass ich halt einfach ja nicht alles auf einmal machen kann und ich dachte immer, es wird sich irgendwann verselbstständigen und die RedakteurInnen werden dann selber sozusagen das machen. Ich habe immer versucht, sie so hinzuführen, aber das ja ist nicht so weit gekommen bis jetzt. Es gibt immer wieder Versuche, aber wenn ich nicht um 17 Uhr hingehe und irgendjemand zwinge, das zu tun, dann wird es nicht gemacht, leider. Und ich kann halt nicht jeden Tag um 17 Uhr da das machen. Man muss dem Zuschauer und den Zuschauerinnen natürlich sagen, Carolina Däubele kann wirklich sehr gut zwingend sein. Also das, aber sie kann es eben nicht an jeder Stelle und immer. Aber hättest du selber gedacht, dass manches Brett in der Taz so schwer zu bohren ist? Ich kann ja die Gründe alle nachvollziehen. Also es ist ja nicht so einfach, Dinge zu verändern. Man braucht dafür Zeit und Energie und die ist halt nicht immer da, weil sie ja sehr viele Aufgaben zu handeln sind auf einmal. Mhm. Und es hat sich auch schon viel verändert, finde ich, jetzt in den, wie lange bin ich da? 1,5 Jahre? Ja. Mhm. Also ich finde schon, dass sich viel verändert hat. Es gibt viel mehr bewegt Bild und wir haben die Taz Talks. Ja. Ja.
Ja. Sag mir mal so, ich muss das mal ganz offen bekennen. Also ich kooperiere in der Tat prinzipiell mit jedem gern. Das ist so Programm. Und dann gibt es so die Spezialkandidatinnen. Carolina gehört dazu. Und zwar, weil sie mich nervt und dann freut in diesem Nerv. Und dann ist sie so energetisch. Und dann kann ich nur irgendwie sagen, das ist jeden Tag eine Herausforderung und insofern eine Freude. Aber wir haben ja auch früh miteinander gesprochen. Du erinnerst das? Da hatten wir so ein bisschen auf dem Balkon Kette geraucht. Erinnerst du das noch? Wo du auch erzählt, ja, das kann vor anderthalb Jahren gewesen sein. Und dann sagtest du, du würdest ja nirgendwo so lange bleiben. Ah, ich weiß noch, als ich versucht habe, Christian Jakob zu porträtieren. Genau. Auf dem Balkon. Ja, da warst du verzweifelt, weil er irgendwie nie da war, wo du dachtest, dass er sein könnte. Und er hat ja dann auch seinen Film letzten Endes nie abgenommen und deswegen kam der auch nie raus. Ja, hätten wir nochmal drüber sprechen sollen. Ich kenne die Tricks bei Christian. Anyway, und da habe ich zu dir gesagt, weißt du, du bist so unique und du passt hier so sehr dazu. Wäre das nicht lohnend, hier mal ein bisschen mehr und länger vor Anker zu gehen? Und immerhin jetzt. Und du hast gesagt, du musst mindestens ein Jahr bleiben. Vorher kannst du hier gar nichts anschieben. Und Conny hat zu mir gesagt, was hat sie gesagt? Es hat so und so viele Jahre gedauert, bis im Tagesthema jemand auf ihre E-Mails geantwortet hat, weil ich mich, glaube ich, mal beschwert habe, dass es immer so schwierig ist, wenn man mit Ideen kommt und dann ist erstmal so, Aber du hast ja auch total viel geschafft. Du hast diesen total irren Film mit Benjamin von Stuckrad-Bache gemacht in diesem Sommer, der quasi auch dokumentiert, wie ich überzeugt wurde, überhaupt da drin zu spielen, weil es lief nämlich so, dass du mich gefragt hattest und ich war so, boah, nee, ich weiß nicht, ich mach das nicht. Und als nächstes schleppst du Conny, die Chefin von der Genossenschaft und die Geschäftsführerin an, bei laufender Kamera. Und übrigens war das, da war das erste Orga-Treffen für die digitale Genossenschaftsversammlung, als ich ihr das erzählt habe. Und dann meinte sie, nein, wir gehen jetzt dahin, das müssen wir. Und dann sind wir zu ihr hochgestapft. Ja. Bist du am Samstag auch mit dabei bei der Genossenschaftsversammlung? Ich bin eigentlich nicht dabei, weil ich eigentlich in Wien gewesen wäre bei einer Performance, aber da bin ich jetzt doch nicht. Wien ist ja auch jetzt Lockdown-Gebiet. Das heißt, ich hätte jetzt eigentlich frei, aber vielleicht komme ich einfach und mache so ein paar Stories. Das ist natürlich geil, aber ich meine, wenn du frei hast, ist vielleicht auch geil. Ich glaube, ich muss da schon hin, weil ich bin ja jetzt auch Genossin geworden. Ja, stimmt, hast du gepostet. Ich glaube, dass die Idee frei haben, so bei Carolina, ist eher so ein bisschen... Muss nicht. Schwierig tatsächlich. Ja. Ich komme nicht gut damit klar, wenn ich Leerlauf habe. Ich bin gerne streng durchterminiert. Ja, ich glaube auch, das tut dir gut. Ja. Wie viel Zeit verbringst du bei Instagram am Tag? Keine Ahnung, soll ich mal kurz gucken? In den Ja, unbedingt. Oh, ich muss auch eine Story gleich machen, natürlich. Wir sollen in der Zwischenzeit den Link sagen. Also einerseits sagt Steffi Baumeister, Carolina, komm einfach. Und dann sagt sie, wir sollen den Link schicken, sagen. taz.de/genoversammlung2020. Da gibt es alle Informationen zu unserer Genossenschaftsversammlung am Samstag. Carolina, wie guckst du jetzt auf Instagram? Ich überlege gerade, ob ich Zeit nach, das verstehe ich gar nicht. Möglichkeit dazu habe oder brauche ich dafür noch eine andere App? Ich kann hier einfach nur mein Wachstum sehen. Oh. Ich bin sehr stolz. Mittlerweile ist es 50-50, also 50% Männer und 50% Frauen folgen mir jetzt schon. Wieso, wie war es vorher? Ja, fast nur Männer. Jetzt ist es ein bisschen feministischer geworden hier. Ja, ist auch gut. Warum nicht, ne? Ich finde es peinlich. Das darf nicht publik werden. Aber ich mache jetzt erstmal eine Story, okay? Ja. Also, okay. Du machst jetzt eine Story aus dieser Situation, oder wie? Ja, klar, aber... Ah, super.
brauche erstmal eine andere Ansicht. Ich will euch mal größer haben überhaupt. Ja, dann Carolina, bist du ja jetzt auch bei Instagram, Jan. Aber ja. Du postest gar nichts mehr. Ja, weil mich das so erschöpft. Ich habe neulich, also Facebook kann ich irgendwie und dann fühle ich mich auch immer wahnsinnig unter Druck gesetzt und auch sozusagen in so einem Dankbarkeitsverhältnis zu Carolina, weil ich die ja so wahnsinnig mag. Und dann muss ich aber auch noch Twitter machen. Das ist alles nicht so einfach. Also ich kenne ehrlich gesagt Jüngere, die da völlig ausgestiegen sind und so tun, lalala, es ist nicht wichtig für mich. Dabei können sie es einfach nicht. Mann. Du musst ja ein bisschen den Druck rausnehmen, Jan. Das soll Spaß machen. Ja, das sagst du. Da sagt das die Richtige. Ich muss ja fairerweise sagen, dass das bei mir, ich mache das ja so viel, weil das eben mir hilft, in der Realität klarzukommen. Mm. Weil immer, wenn ich was durch die Linse sehen kann, kann ich es framen und habe einen Fokus und dann, ja, dann mag ich das viel lieber, die Wahrnehmung so. Das ist interessant. Mhm. Weil ich dann halt selektieren kann, was ich wahrnehme. Du kuratierst eigentlich unentwegt dein eigenes Leben. Also ich sollte jetzt langsam mal umsteigen auf LinkedIn. Ach, das ist komisch, weil ich sehe euch jetzt hier reden und denke mir, hä, wieso habe ich keinen Ton? Aber ich habe den Ton ausgemacht. ja, ich sollte mal umsteigen auf LinkedIn, weil das ist ja eigentlich so der Business-Kanal. Instagram ist ja halt mehr so Fun. Nee, ja, aber LinkedIn ist ja furchtbar langweilig. Das ist doch völlig öde, das macht kein Mensch mehr. Die Geschäftskontakte, nein, das ist der Kanal für Business, der einzige. Und warum hast du nicht TikTok? TikTok habe ich versucht, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, aber ich halte das nicht aus. Also da bin ich dann auch, und zwar wegen der Musik, weil da so viel schlechte Musik ist und ich bin da sehr empfindlich. Ja. Ja. Ich habe mal eine Orga-Frage. Wie funktioniert es denn hier bei den 12 Stunden live jetzt? Was ist jetzt hier im Chat? Ich mache da mal auf. Werden da Fragen gestellt? Nee. Da werden Fragen gestellt. Da werden Fragen gestellt, aber eher, die haben Jan und ich im Blick. Ah. Sachen, die Leute geschrieben haben. Und wir kriegen aber auch Hinweise, zum Beispiel, dass die nächste Person wartet. Jetzt gerade Christian Jakob, wir sprachen gerade. Ja. Über ihn. Aber hier sehe ich, dass tatsächlich noch eine Frage reinkam, die wir dir noch stellen können, Carolina. Ich will noch kurz erzählen. Ja, erzähl. Ich habe mir heute die neue Taz-App runtergeladen. Im Übrigen. Ja, und? Ich finde es geil. Ja. Es ist sehr nutzerfreundlich tatsächlich und sehr einfach. Ich dachte, es ist kompliziert, sich das zu holen, aber es ging sehr schnell, ehrlich gesagt. Wie cool. Ja. Also man muss auch wissen, Carolina, Katrin und ich haben ganz viele Fragen zugespielt bekommen, die aber nur wir beide sehen und du niemals sehen könntest. Also das ist sehr, sehr geheim. Und wieso bin ich in deinem Insta-Post nicht drin? Also wie dissend ist das denn? Jan, wer nichts postet, der wird auch nicht getaggt. Hallo, du auch nicht. Hä, hey, ich poste voll was. Oh, das ist jetzt hier wie dieser neue Christopher Nolan-Film, wie Tenet. Zeit und Raum verschieben sich total. Wir gucken uns in Zoom beim Instagram-Video in Zoom zu. Oh mein Gott. Anyway, Carolina, ich muss dir ganz ehrlich sagen, du siehst ehrlich gesagt nach diesen 12 Minuten besser aus denn je. Und du bist so, also ich könnte jetzt lange über deine Klugheit reden, aber die ist sowieso obviously, aber du hast auch wirklich Magie. Das ist der Punkt. Danke für deine Auskünfte. Adieu. Ciao. Tschüss, Carolina. Tschüss. Oh nein, Jan. Oh ja, Mann. Oh Mann. Aber wir müssen jetzt, wir dürfen das, wir spielen da jetzt einfach vergessen. Drüber. Ja, ich meine, worüber haben wir gerade geredet? Ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, keine Ahnung. Wer ist der nächste Gast? Christian. Wo ist Christian? Christian Jakob. Wow. Super Hallo Regal Christian. Bei dir im Hintergrund. Ich? Meins? Ja, ist so schön leer. So unangeberisch leer. Könnt ihr noch?
Ja, wir können doch gut. Ich habe die ganzen Zeit zwischendurch immer mal reingeguckt und finde das wirklich bemerkenswert, welche Ausdauer ihr da an den Tag legt. Erstaunt. Ja, erstaunt uns auch. Und hast du dich gut unterhalten gefühlt? Ja, durchaus. Cool, Christian, bist du in Berlin oder bist du in Heidelberg? Nee, ich bin in Heidelberg. Jetzt bist du in Heidelberg. Ja, seit Montag. Du hast ein Stipendium. Ich habe ein Stipendium, genau. Sag nochmal genau, was machst du in Heidelberg? Es gibt ein Institut für Völkerrecht und da bin ich als Gastforscher. Die haben seit diesem Jahr ein Residency-Programm für Journalisten und die können dann hier zu einem selbstgewählten Projekt forschen. Ah so, deswegen hast du mich von da gestern angerufen. Jetzt verstehe ich, das sei irgendwie so eine Fake-Nummer. Nein, das war keine Fake-Nummer. So, und in Wirklichkeit bist du auf Moria, keine Ahnung. Ja. Christian, du berichtest uns so kompetent, so wahnsinnig umfänglich und nahbar von all den geflüchteten Schwerpunkten, jetzt auch aus Moria, und schätzt das ein, bist in Afrika, sonst wo. Ich muss es aber dann doch mal fragen, wie kommst du mal runter? Also es ist irgendwie jetzt gar nicht so, wie du es gerade beschrieben hast, dass ich jetzt die ganze Zeit nur in Afrika wäre. Also in Moria zum Beispiel, da war ich jetzt zweimal in 2 Jahren. Da ist schon Zeit dazwischen zum Runterkommen, so ist es nicht. Und gönnst du dir auch mal einfach so eine Packung nicht politisches, wo du sagst, ich gehe jetzt ins Kino und gucke mir einfach einen Film an, also genau. Auf Konzerte gehe ich oft, aber das geht jetzt ja leider nicht mehr seit einem halben Jahr. Was war das denn für Musik so? Boah, unterschiedlich. Das war das, was mich jetzt so an der Corona-Zeit, glaube ich, so am meisten persönlich genervt hat, dass es keine Konzerte mehr gibt. Mhm. Man muss das, glaube ich, kurz erklären, weil das so ein bisschen vielleicht irritierend ist. Also Leute, die Christian nicht kennen, die haben vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Ja. Wie sehr Christian sozusagen in seiner Arbeit durch die Gegend fährt, an verschiedenen Orten, Malta war es so viel, Lesbos, Afrika, aber auch, keine Ahnung, in Spanien warst du bestimmt auch schon mal so eben für irgendeine Recherche und du hast ein ganz, ganz hohes Level an Text-Output und es gibt viele Leute in der Taz, die sich fragen, was für übermenschliche Fähigkeiten hat Christian Jakob, aber ich weiß auch, dass sich das Gespräch nervt. Ja. von daher, wozu forschst du denn jetzt? Jetzt bist du ja sozusagen, hast du ja in die Forschungsrichtung gewechselt. Das heißt, du schreibst jetzt gar nicht mehr für uns, sondern wühlst nur noch in Büchern? Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Da soll schon auch was für die Taz rauskommen. Also es geht um europäische Verteilungskonflikte. Es geht darum, was die EU machen kann, um Länder wie Polen und Ungarn da zu intervenieren. Es gibt da seit längerer Zeit sehr unheilvolle Entwicklung und die große Frage ist ein bisschen, was kann der Rest der EU da eigentlich machen? Wir haben es ja längere Zeit versucht, gegen Orban beispielsweise vorzugehen, was für die Flüchtlingspolitik angeht. Das hat nicht gut funktioniert, muss man sagen. Und gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass die EU mit dem Geld, das an diese Länder geht, einen großen Hebel hat. Das ist aber alles nicht so einfach, Dinge so miteinander zu verknüpfen, politische Kurskorrekturen und EU-Subventionen, und darum soll es gehen. Und wie lange forschst du denn? Ich bin jetzt mit Unterbrechung bis Ende Februar hier. Ah ja, wow, okay. Und du hast dann auch richtig Quartier genommen in Heidelberg? Ja. Und du wirst reisen trotzdem? Nee, ich bin jetzt eigentlich hier. Das ist jetzt nicht so gedacht, dass ich da nach Polen fahre oder sowas. Mhm. Hast du dich schon zum Bier mit Jagoda Marinic verabredet? Nee, wohnt ihr auch hier? Ja. Die wohnt da auch, genau. Ja. Nee, ich bin jetzt mit Leuten aus dem Institut hier getroffen und verabredet. Christian, lass uns mal ein bisschen nochmal politisch reden. Moria, das ist natürlich klassisch ein Thema, was nicht nur unsere Leserschaft und Leserinnenschaft beschäftigt. Du kennst natürlich die Statements von Gerald Knaus und was da alles lief. Erpresserischer Deal mit Erdogan und.
wie könnte eine politisch auch tragfähige Zukunft für die Flüchtlingsfrage in der EU aussehen, also ohne dass in relevanten Bereichen die Rechtspopulisten an die Schalthebel kommen. Ja, das berührt ja so ein bisschen die Frage, über die wir gerade schon gesprochen haben. Was nicht funktioniert, ist, dass man sie sozusagen zwingt, Leute aufzunehmen. Das hat man vor 4 Jahren gemacht und man muss sagen, dass Orban da bestens von gelebt hat. Ein Kollege, mit dem wir jetzt eng zusammengearbeitet haben, die letzten Jahre aus Ungarn, der hat gesagt, Orbans größtes Problem ist, dass keine Flüchtlinge mehr kommen, weil er damit sozusagen sein politisches Angebot, das er den Leuten macht, also ich verteidige euch gegen die EU, die euch Böses will, die euch mit Muslimen überschwemmen will, unterfüttern kann. Was also nicht gut funktioniert, ist, sie zu zwingen, Flüchtlinge zu nehmen, die sie nicht wollen und die auch selber gar nicht in die Länder wollen. Und deswegen wird man da irgendwie einen anderen Dreh finden müssen. Soweit ist die Diskussion aber auch schon länger. Die Frage ist jetzt ein bisschen, wer macht alles mit und wie sieht das konkret aus? Und Deutschland hat ja die Ratspräsidentschaft seit Juli. Das ist eines von mehreren großen Themen da drin. Und man muss sagen, dass der deutsche Vorschlag, den es dazu jetzt gibt, um den es jetzt auch am Samstag zum Beispiel in der Taz nochmal geht, dass der sehr unheilvoll ist an der Stelle, weil der auf jeden Fall darauf setzt, die Flüchtlinge erstmal an den Außengrenzen weiter festzuhalten, zu internieren und dann zu schauen, wohin ein Teil von denen weiterreisen kann. Und es ist sicher nicht im Sinne der Leute, die da jetzt weiter eingesperrt bleiben. Die Moria-Verhältnisse im Lager waren mit dem Wort gespenstisch nur unzulänglich zu beschreiben und sind es. Was ist von dem Argument zu halten, wenn alle, die jetzt in Moria Opfer der Brandschatzung des Lagers wurden, wenn man die jetzt alle nach Europa brächte, selbst ohne EU-Verteilungsschlüssel, dann würde sich Moria wieder füllen durch neue Flüchtlinge und dann habe man das gleiche Problem wie immer. Ja, also erstens sind sie ja schon in Europa, so ist es ja nicht, dann gehört ja durchaus dazu. Und klar, das wird nicht aufhören. Also man kann da nicht sozusagen sagen, es ist jetzt eine Zäsur, die jetzt da sind, die verteilen wir noch und danach ist Schluss. Also so wird es nicht sein. Die Flüchtlingszahlen gehen seit ungefähr 6 Jahren jedes Jahr nach oben. Damit muss man einen Umgang finden. Das wird in absehbarer Zeit sich nicht verändern. Und also es gibt sozusagen jetzt nicht den einen Punkt, an dem man sozusagen die Verteilung jetzt einmal regelt und danach muss man sich damit nicht mehr beschäftigen. Also egal, welche Art von Aufnahmesystem man da jetzt schafft, das wird sich wieder füllen, das ist so. Es ist, was ganz sicher nicht der Fall ist, dass es dazu keine Alternative gibt, solche Lager zu betreiben, wie es Griechenland jetzt die letzten 12 Jahre sind es ja eigentlich schon getan hat. Also es gibt auch in Griechenland ganz andere Orte, an denen Flüchtlinge untergebracht werden. Man will nur nicht aus politischen Gründen, dass das ein bisschen das Bild ist, das nach außen dringt und setzt deswegen auf dieses, was du gespenstisch genannt hast. Das ist ja durchaus so gewollt, dass das auch als gespenstisch empfunden wird. Das soll so, ne? Ja, das soll so. Ja. Worauf wir jetzt in den letzten Tagen auch immer wieder versucht haben, in der Taz hinzuweisen, ist, Griechenland hat ausgesprochen viel Geld bekommen. Also die haben viel, viel mehr Geld gekriegt als beispielsweise die Türkei oder alle anderen Länder, die auf der Welt Flüchtlinge aufgenommen haben. Es waren 2,6 Milliarden ungefähr für eine gar nicht so hohe Zahl. Das sind ungefähr 120.000 im Land. Das ist auch für ein Land von der Größe Griechenlands handelbar, erst recht, wenn man solche Mittel hat. Die sind aber nicht ausgegeben worden, weil man Angst hat, wenn es denen hier zu gut geht, kommen neue. Das ist das Kalkül dahinter. Ist das eine Entwicklung, die erst mit der neuen konservativen Regierung gekommen ist? Das ist unter Syriza auch nicht anders gewesen. Also Syriza hat sich jetzt sehr, sehr viel Mühe gegeben, das ganze Moria-Drama komplett der Neodemokratia in die Schuhe zu schieben und das sozusagen zum Phänomen zu erklären, das jetzt erst in den letzten 12, 14 Monaten entstanden ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also die ganze Situation, die es jetzt gibt, die hat sich abgezeichnet seit dem Anfang 2016 der EU-Türkei-Deal begonnen hat und das war alles in der Zeit von Syriza. Ich finde es total schwierig, irgendwie einen Übergang zu finden, weil das Thema, finde ich, schwierig ist, davon wegzukommen. Aber vielleicht
Vielleicht spiele ich die Frage noch einmal an dich zurück, Christian. Also diese migrationspolitischen Themen, mit denen du dich ja ganz, ganz viel beschäftigst, die sind ja so komplex und dadurch auch können ja auch so frustrierend sein. Ist das auch ein Grund, weshalb du vielleicht schnell in die Tasten haust, weil es eine Form ist, einfach mit der Situation umzugehen, journalistisch? Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass ich mich da selber irgendwie therapieren müsste, weil ich das jetzt emotional belastend finde. Das ist also klar, es ist eine Art, damit einen Umgang zu finden. Also man könnte sich das natürlich anschauen und denken, oh Gott, es geht auch oft, glaube ich, Leuten so, die das lesen, dass sie irgendwie das Gefühl haben, das ist ja so schlimm alles, das muss ja schon belastend sein, dem sozusagen nur nahe zu kommen. Also das empfinde ich jetzt persönlich nicht. Das ist natürlich eine wahnsinnig privilegierte Position in jeder Hinsicht, die man da hat, sich dem irgendwie annähern zu können und dann auch einfach wieder weggehen zu können. Das ist letzten Endes doch sehr weit weg von einem selber, auch wenn einen das jetzt emotional schon immer wieder berührt. Aber ich denke jetzt nicht, ich bin da so eine Art Co-Opfer dieser Politik und muss mich jetzt auch irgendwie davon geheilen oder so. Also das muss nicht. Nee, so meinte ich es auch nicht. Ich glaube, ich hab so ein bisschen von mir aus gedacht, dass ich so merke, wenn jetzt so Großlagen sind irgendwie. Ich kann mich erinnern an Nizza, als da der LKW in die Menschenmenge gefahren ist, dass dann, also oder auch die Wahl von Donald Trump, wenn sozusagen so Ereignisse sind, die einen auf jeden Fall irgendwie schon auch schockieren, berühren und so weiter, dass das eine ganz gute Form ist, finde ich, journalistisch damit umzugehen, weil man dann irgendwie helfen kann, vielleicht anderen zu verstehen, was da passiert. Ja, also das schon. Also man weiß jedenfalls, was man damit machen soll. Und das ist ja auch so bei anderen Dingen, mit denen man jetzt vielleicht gar nichts zu tun hat, dass man nur davor steht und denkt, in der Tat, wie schrecklich und jetzt? Also was kann ich da irgendwie in irgendeiner Weise mich dazu verhalten oder so, außer das jetzt schlimm zu finden? Und das ist natürlich schon was anderes, wenn man das aufschreiben kann und das dann auch gelesen wird. Das ist Christian, wir sind tatsächlich in der Zeit gedrängt. Wir haben jetzt über so viele Themen gar nicht, an denen du mitgerührt hast, mitgeschrieben hast, gar nicht reden können. Aber das ist wahnsinnig beeindruckend, was du für uns mit dir durch dich leistest. Danke. Hab eine schöne Zeit in Heidelberg. Komm gut zurück. Wir brauchen dich. Vielen Dank. Noch ein gutes Durchhaltevermögen und ich bin auch ein Gast. Adieu. Danke dir, Christian. Tschüss. Ciao. Tschüss. Es hat jetzt schon eine Leserin geschrieben, Frau Gottschalk ist langsam müde, verstehe ich gut, ist eine lange Präsenz. Nee, das empfinde ich, also ja, also wenn die Leserin... Bestimmt war ich gerade so rumphilo. Nee, das war... Ja. So Dings, die... Na okay, jetzt kann ich... Wir haben jetzt einen neuen Gast, der ist jetzt gestern nochmal in die Charts, in unsere Charts gerutscht. Das ist der wunderbare Malte Kreuzfeld. Hallo juhu. Malte. Oh, juhu. Malte, oh Malte, du hast den Livestream an. Kannst du den ausmachen, bitte? Du musst den ausmachen. Habe ich schon. Super. Malte, du bist bestimmt ganz frisch. Ich habe dich noch nie müde erlebt. Bitte, hast mich aber noch nie morgens in den Konferenzen kennensehen, wenn man denkt, man ist unbeobachtet, weil man ja zu... Deswegen machst du manchmal... Deshalb machst du manchmal die Kamera aus, oder wie? Das mache ich nur esse, damit das nicht alles, so wenn ich nicht fertig geworden bin mit Frühstücken vor der Konferenz, dann mache ich die Kamera aus. Malte, du bist im Parlamentsbüro? Ja, gerade bin ich bei mir zu Hause, aber ich war jetzt, heute. Ja, genau, du warst da. Du machst da viel Berichterstattung. Du bist ein Spezialist für all diese hintergründigen Programme und Gesetzesvorlagen, auch in der und Öko-Hinsicht, aber worauf, was mich wirklich plattgehauen hat, was deine Kompetenz anbetrifft, ist in Sachen Feinstaub diese eine dissidente Berechnung des einen Lungenfacharztes und dann hattest du, glaube ich, anderen Tags
eine totale mathematisch sattelfeste Dekonstruktion des Bullshits, den dieser Lungenfacharzt da fabriziert hatte. Wie kam es dazu? Ja, der Herr Köhler, das ist schon wieder ganz schön lange her, wenn man so zurückdenkt, scheint aus einer anderen Zeit zu kommen. Dabei war es, glaube ich, erst vor anderthalb Jahren jetzt, genau. Okay. Das war ja der behauptet hat, Feinstaub und vor allem auch Stickoxid ist überhaupt nicht gefährlich, weil wenn man raucht, dann nimmt man viel mehr ein, als wenn man sein Leben lang an so einer vielbefahrenen Straße wohnt und so. Und hat er ziemlich viel Aufmerksamkeit gekriegt für seine Thesen, Talkshows und Titelseiten. Und was war das für ein Bemerkung? Ja, der war überall zu Gast. Ja, hat sich herausgestellt, dass er sich da in seiner Berechnung, die da die Grundlage für seine ganzen Aussagen waren, an mehreren Stellen verrechnet hat, um bei dem einen bei Stickoxid um Faktor 1000 und damit er das Gegenteil eigentlich bewiesen hat von dem, was er eigentlich beweisen wollte. Ich bin da gar nicht allein drauf gekommen, deswegen ist mir auch immer so ein bisschen peinlich, wenn das jetzt so viel Aufmerksamkeit gekriegt hat und so. Es war eigentlich ein Hinweis von außen, dem ich nur nachgegangen bin auf den ersten Fehler und das hat sich dann bestätigt und dann habe ich es mir genauer angeguckt, noch drei weitere gefunden. Aber sozusagen der erste Hinweis kam von außen und danach war dann die Aufmerksamkeit für Herrn Köhler zum Glück etwas geringer. Du sagst, du hast den Hinweis von außen bekommen. Wie funktioniert das genau? Also wir wollen natürlich jetzt nichts über deine Quellen genau wissen. Also da kam jemand und hat gesagt, da stimmt was nicht. Und dann bist du hinterhergestiegen mit deinem eigenen Rechenschieber. Oder wie können wir uns das vorstellen? Genau, das ist ja nicht mal an mich gewandt, sondern an einen anderen Kollegen in der Redaktion. Ich sage mal nicht an den, der dann meinte, hier geht es um Mathe, guck du dir das lieber mal an. Und was sich hinterher darüber geärgert hat, dass er das nicht gemacht hat, weiß ich nicht. Hat ja ein bisschen Aufmerksamkeit erregt, die Geschichte. Aber weil ich ja so ein bisschen bekannt dafür bin, dass ich gerne mal nachrechne, wenn mir irgendwelche Zahlen komisch vorkommen, habe ich das dann habe ich das überprüft und festgestellt, dass das wohl so ist. Man muss noch ein paar Annahmen dann überprüfen, weil Herr Köhlers Rechnung nicht so richtig wissenschaftlich war, dass man hier auf bestimmte Sachen kam, gar nicht so richtig nachvollziehen konnte, war so in einem längeren Austausch dann mit ihm drei Tage lang, bis ich verstanden habe, was er alles gemacht hat und bis er dann irgendwann gemerkt hat, was ich machen will. Und dann habe ich das noch von zwei anderen Leuten gegenchecken lassen. Man will sich mit so einer Rechnung auch nicht blamieren und dann haben wir es veröffentlicht. Du warst schon immer mathematisch orientiert, auch schon in Schulzeiten? Ich war zumindest niemand, der Angst davor hatte, ja. Ich hab jetzt, glaube ich, Mathe-Leistungskurs gehabt damals auch schon, ja. Und jetzt hast du ja für uns die Corona-Zahlen immer sehr genau im Blick. Du bist so quasi der Taz-eigene Drosten, ein bisschen alles klar, ohne Virologe zu sein. Oh Gott, nein, so. Nein, aber was würdest du sagen, wie stehen wir da gerade da zahlenmäßig? Bisher habe ich diesen neuen Anstieg immer so einigermaßen noch entspannt gesehen, weil eben nur die Fälle steigen und nicht die Todesfälle. Und weil auch ein Teil dieses Anstiegs ja zu erklären ist dadurch, dass sehr viel mehr getestet wird. Aber im Moment entwickelt sich das auseinander. Also jetzt steigen die Zahlen doch sehr viel stärker als die Zahl der Tests, sodass wir tatsächlich irgendwie mehr haben. Und jetzt auch mit so einem Tempo in den letzten Tagen der Anstieg wieder, dass ich es echt ein bisschen bedenklich fand. Und das mit den wenigen schweren Verläufen und wenigen Toten wird wahrscheinlich auch nicht so bleiben, weil bisher halt zuletzt jetzt sehr wenig Alte betroffen waren, sondern eher sehr viel jüngere Leute, weil es eben unter anderem durch das Reisen, aber auch durch das wieder stärkere soziale Leben, was ja wieder an Fahrt aufgenommen hat, wohl kommt. Und das wird aber nicht so bleiben, weil irgendwann stecken dann die Jüngeren auch wieder die Alten an. Und das fing jetzt letzte Woche erstmals an, dass die Zahlen bei den Älteren auch wieder hochgegangen sind. Habe ich morgen für die Taz auch nochmal aufgeschrieben. Und deswegen mache ich mir im Moment wieder etwas mehr Sorge, nachdem ich anfangs diesen zweiten Anstieg jetzt noch einigermaßen entspannt gesehen hatte zunächst. Also diese Entspannung ist bei dir so ein bisschen verloren gegangen? Ja, es ist jetzt doch keine totale Riesensorge wie am Anfang, als das alles losging, als wir wirklich exponentielles Wachstum hatten und niemand wusste, wie schnell und wie stark und wodurch lässt es sich überhaupt stoppen und so. Da war ich auch in größerer Sorge. Jetzt steigt es ja langsam, nicht exponentiell, sondern linear. Und man weiß jetzt sehr viel genauer schon, was hilft, um es zu stoppen. Insofern, selbst wenn es jetzt noch wieder schneller würde, wäre man, glaube ich, besser aufgestellt. Aber das ist jetzt alles im so niedrigen Niveau, dass man sich keine Sorgen machen muss. Das sehe ich im Moment jetzt wieder nicht mehr so.
Was hast du von dieser Crowd gehalten? Ich will das mal versuchen, so neutral wie möglich auszudrücken, die vor 2,5 Wochen oder waren das 3,5 Wochen in Berlin diese Covidioten-Demo gemacht haben mit den ganzen Querdenkern und. Ich hatte Demokratie theoretisch gedacht, sollen sie demonstrieren, ist ihr Recht. Aber fandst du das begründbar, dass sie das ohne Masken taten? Also erstmal den Begriff Covidioten versuche ich zu vermeiden, weil man damit irgendwie zu viel die Debatte noch mehr aufheizt, als sie ohnehin schon ist. Und wenn man häufiger mit Leuten zu tun hat, merkt man, dass da zwar manche bei sind, auf die das zutrifft, aber vielleicht auch nicht unbedingt auf uneingeschränkt auf alle, zumindest hilft es nicht so richtig weiter. Aber nein, ich habe da wenig Verständnis für. Ich verstehe, dass manche Leute es irgendwie sehen, dass einiges von den Maßnahmen, die man anfangs gemacht hat, übertrieben war. Das mag sogar so sein. Man ist halt hinterher dann teilweise schlauer und macht lieber am Anfang, geht man etwas mehr auf Nummer sicher oder so. Und dass es für manche Leute persönliche oder wirtschaftliche Härten gebracht hat, kann ich auch verstehen. Aber diese Leute, die grundsätzlich in Zweifel ziehen, dass es das Ganze gibt oder diese Wahnsinnsverschwörungstheorien, was da alles Irres hinterstecken soll und so, das ist für mich also rational nicht zu erklären. Das ist eher ein psychologisches Problem oder so, glaube ich, von irgendwelchen Verdrängungen und Verschwörungen und Lösungen suchen, einfache Lösungen, die bedeuten, man muss nichts ändern und man muss keine Angst haben, wenn man nicht dran glaubt und so. Ich weiß nicht, wie es kommt. Ich habe mit einigen Leuten diskutiert. Bei manchen kann man, wenn man dann irgendwie sich auseinandersetzt, auch das eine oder andere ausräumen. Aber bei manchen, die schon etwas tiefer in diesen Verschwörungswelten drin sind, ist da auch Hopfen und Malz verloren, diese rationalen Argumenten nicht mehr zugänglich. Ich habe anfangs gedacht, hast du auf Demonstrationen mit Leuten gesprochen oder so im Bekanntenkreis? Im Bekanntenkreis und auch mit empörten Lesern, die mich anrufen, weil die Taz da ja so regierungsnah und böse berichtet, habe ich dann ja auch einmal öffentlich darauf geantwortet. Aber von dieser Art Mails und dann auch Anrufen, die Telefonnummer findet man auch raus, hatte ich schon auch einige. Und man hat es teilweise auch im Bekanntenkreis. Das geht hin bis zu Leuten, mit denen man sonst in anderen Bereichen politisch gut zusammengearbeitet hat und was, die jetzt da auch auf merkwürdigen Trips sind. Es ist halt teilweise so, dass die Leute, die immer schon kritisch waren gegenüber, was die Regierung tut und was ich sonst ja auch sehr häufig bin, halt so eine Tendenz haben, dann auch in diesem Fall nichts zu glauben, was von da gesagt wird. Und das ist diesmal halt einfach weniger berechtigt als vielleicht bei manch anderen lobbygetriebenen Aktivitäten, die es da durchaus geben mag. Aber das ist schon, macht mich ein bisschen ratlos. Ich hatte auch gedacht, dass das von alleine irgendwie wieder verschwindet, weil viele von den Argumenten dieser Zweifler, ist eigentlich zu freundlich gesagt, also dieser Leugner sind es dann ja sehr häufig schon, die einfach Fakten auch nicht zur Kenntnis nehmen wollen oder so. Aber es ist so ein bisschen unabhängig von dem, was in der Wirklichkeit passiert, was da diskutiert wird. Malte, es gibt zwei Fragen unserer Leser. Einmal ein Hans-Martin fragt, es wäre eine gute Idee, wenn die Taz die Thematik des Standortsuchprozesses Endlagerung zu einem Dauerthemenschwerpunkt für die nächsten Jahre macht. Kurze Antwort bitte, wenn es geht. Ja. Doppelseite morgen in der Taz vom Kollegen Bernhard Pötter, nee, übermorgen am Samstag, ist ein großer Auftakt dazu. Wir hatten dazu ja jetzt auch schon häufiger was. Im Prinzip habe ich das Gefühl, an dem Atomthema sind wir als eins der wenigen Medien überhaupt noch so ein bisschen dran geblieben. Es ist ja sehr ruhig geworden, auch auf Bewegungsseite. Und ich merke auch, wenn man darüber schreibt, gibt es meiner Sicht bisher immer nur noch sehr wenig Reaktionen oder Interesse, weil das Thema halt so ein bisschen abgeräumt gilt mit dem Ausstieg. Aber jetzt mit der Endlagersuche geht das natürlich wieder los. Und da steht jetzt ja genau in diesem Herbst die erste Entscheidung an. Das haben wir auf dem Schirm und das werden wir auch eng begleiten. Und Dieter Heinrich schreibt uns, wie geht die Taz mit Alternativüberlegungen um? Beispiel die Aussage, dass die Erwartung einer tatsächlichen CO2-Reduktion bis auf die Paris-Werte nicht realistisch ist und dass deshalb die Bemühungen sich vorrangig auf die Abwehr, die Milderung der Wetterfolgen und der Meeresspiegelerhöhung richten müssten? Naja, das ist ja kein Entweder-Oder, es ist ja sowohl als auch. Also man wird es nicht schaffen, das vollständig zu verhindern. Das ist jetzt schon klar, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Dass das noch gelingt, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Das ist technisch noch möglich, aber politisch weltweit sehe ich da eigentlich keine realistische Möglichkeit und bei 1,5 kommen dann ja schon die ersten Kipppunkte. Insofern werden wir
werden wir Klimawandelfolgen noch sehr viel stärker erleben als im Moment schon. Aber deswegen jetzt zu sagen, dann stellen wir die Bemühungen der Reduktion ein und konzentrieren uns ganz darauf, irgendwie die Menschheit umzusiedeln oder höhere Dämme zu bauen oder was weiß ich, das kann es ja auch nicht sein. Das muss natürlich beides sein. Man muss versuchen, so viel wie möglich zu vermeiden und sich oft an das, was trotzdem passiert, anzupassen. Also da sehe ich wirklich kein Entweder-Oder, sondern eindeutig ein Sowohl-als-auch und tendenziell natürlich wichtiger zu versuchen, so viel wie möglich zu vermeiden und nicht nur dann Anpassung daran zu machen. Aber wir werden beides brauchen, fürchte ich. Tja, Malte, wie lange bist du bei der Taz? Ach, jetzt auch schon ganz schön lange, habe ich neulich gedacht. Ich bin 2007 zur Taz gekommen, also 13 Jahre. Ach, 13 ja. Jahre, wir haben heute schon mit Höge gesprochen und Uli Küsters, da sind 13 Jahre ja wir hatten noch 22, ganz frisch. Ja, 13 Jahre, das ist ja nix. Aber ich weiß nicht, ob es in allen Fällen gut ist, wenn man 50 Jahre da ist. Vielleicht. Malte, so lange gibt es die Taz noch gar nicht, von daher, ja, das wäre bedenklich. Kann dann ja noch kommen. Malte, ich habe dich gestern auf der Straße für diesen Taz-Geno-Talk Shanghai. Aber was ich dir sagen will, ist, deine Arbeit ist wahnsinnig gut lesbar in der Zeitung. Ich freue mich jedes Mal drauf. Vielleicht nicht auf jede Kurzmeldung, das merkt man dann aber nicht. Schönen Dank, dass du Zeit hattest. Sehr gerne. Und bleib noch schön lange bei uns. Wir brauchen deine Berichterstattung und dich persönlich sowieso. Ich tue, was ich kann und mal gucken, wie lange diese kleine Zeitung uns alle sich noch leisten kann. Aber das werden wir ja erleben. Noch ein bisschen. Danke dir, Malte. Schönen Abend. Okay, dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Jetzt ist Grand Finale. Der Tom. Jetzt kommt ein Pre-Final. Also jetzt ist Tom. Nee, Tom ist das Final. Ja, ist doch der letzte Gast. Ja, aber das Finale sind wir beide. Aber das werden wir ja erleben. Tom, sag was. Danke. Sprich. Ciao. Tom, du musst deinen YouTube-Kanal ausmachen. Tom, bitte sprich. Gib uns ein Zeichen, dass du wirklich ja, sprichst. Ja, hier. Ja! Ja! Könnt ihr noch? Nee, ehrlich gesagt nicht mehr. Wir können auch einfach schweigen. Nein, Tom, wir haben uns nochmal überlegt, wir haben nochmal verlängert. Also wir müssen dich ein bisschen verlegen auf heute früh, morgen früh um 4. Das kriegst du hin, ne? Kein Problem. Ja, nur Problem. Ist das arbeitsrechtlich überhaupt richtig, was ihr da macht? Ist doch egal. Der Jan und ich, wir stellen keine Fragen. Das wäre sehr peinlich vorhin irgendwie. Ich war völlig entspannt, weil ich vor ein paar Monaten das Ganze schon beim Comic Salon Erlangen gemacht habe. Und dann alles wunderbar funktioniert. Aber ich habe das über einen Add-on beim Firefox und der ist ein paar Mal geupdatet worden. Offensichtlich hat er die ganzen Berechtigungen von Zoom rausgeschmissen. Und deswegen, ich habe es vergeigt. Das ist total okay. Als Star kann man auch zweimal kommen, sozusagen. Oh. Zwei Auftritte haben. Sind bei dir da im Regal im Hintergrund, sind das deine Ordner mit den Touchés? Nein. Da ist nichts drin. Nee. Da ist da ein doppelt so großes Regal. Ich kann es aber rumdrehen. Oh ja, bitte. Wow. Ah. Es sieht aber nicht gerade aus wie die Schwarzwaldstuben. Naja, das ist ein praktisches Regal. Da ich im letzten Jahr öfter mal umziehen musste und immer mehr Papier produziere, habe ich was Praktisches gekauft, was Nachhaltiges. Das sieht ein bisschen schwarzwaldig aus, ja. Tom, ich weiß es leider nicht. Machst du schon immer den Touché für die Taz? Ja. Von Anfang an. Warst du bei Tunix dabei? Bei was? Bei Tunix? Nee. Beim Tunix? Nein. 91 angefangen. Nächstes Jahr ist es 30 Jahre, Anfang Dezember, genau. Ah, okay, ich habe meine Frage missverständlich gestellt. Ja, du bist ja auch noch gar nicht so alt, ne? Du kannst. Sorry. Aber seit es den Touché gibt, ist er bei der Taz. Ja, ne, ich habe den für die Taz entwickelt. Ich bin da so reingerutscht und musste mir ganz schnell einen Titel überlegen, weil es mehr oder weniger eine Nacht- und Nebelaktion war, weil ich halt mich halt bewerben wollte. Ja, und seitdem mache ich das. Tom ist so der Hammer. Irgendwie, also das ist so, wie wenn wir die, zum Beispiel auf dem Taz-Lab kann ich das berichten, wenn du Autogrammstunde machst, das ist dann so wie
Basis Oscar Alternativ Taz Tom Verleihung. Und du bist dann auch immer so freundlich zu den Leuten und Kinder mögen dich und du bist richtig so ein Taz-Leserin mit Schnacker, also auf eine zeichnerische Graphic-Novel-Art. Das ist sehr begeisternd immer noch. Ja, das sind die Fans, die muss ich ja pflegen und die sehe ich ja nicht so oft. Und wenn die dann schon kommen und sich hinstellen, dann muss ich auch nett zu ihnen sein, ihnen was bieten. Und die Kinder wachsen nach. Also ich bin mittlerweile in der dritten Generation. Mittlerweile kommen junge Leute mit ihren Kindern, die erzählen, dass sie bei ihren Eltern schon in der Taz einen Streifen lesen mussten. Und das dann ihren Kindern auch wieder weitergeben, denke ich mir, jetzt bist du aber schon ganz schön alt geworden. Wann wird es denn Tom Müsli-Schalen geben? Da musst du mit dem Taz-Shop reden. Ich bin dabei, kein Problem. Ja, gut. Wir hatten ja eigentlich auch mal überlegt, ist es jetzt mit Corona anfing, dass, ob wir dich bitten, diese ganzen Warnhinweisschilder, die es jetzt immer braucht, mit Maske auf und so, ob man das netter gestalten kann und dass du das machst, und es war uns dann aber zu peinlich, dich zu fragen. Ich vermeide es, wo es geht, Masken zu zeichnen, weil ich habe auch überlegt, ob ich Corona-Witze mache, aber mir geht das so auf den Keks, dieses ganze Corona, dass ich keine Lust habe, meinen Figuren, weil die auch so diese großen Nasen haben, auch diese Masken aufzusetzen. Ich musste es neulich für einen anderen Kunden machen, weil es nicht anders ging, und es war einfach schrecklich, weil das sieht so doof aus, und ich versuche mich halt so drum herum zu schlängeln, indem ich halt jetzt über Niesen mache, über Grippe, über Arzt gehen, über Abstand halten, aber ich versuche halt diese Masken wegzulassen, weil ich hoffe, dass wir irgendwann in einem Jahr sagen, hör mir bloß auf mit dem Kack, ich kann es nicht mehr sehen, und dann kann ich meine alten Streifen immer noch verwenden. Aber Tom, es ist doch auch so, ich habe da lange über dieses Maskenthema, ich fand das ja immer schon, dass es eine Frage der modischen Inklusion ist, also warum sollen das nicht schöne Masken sein? Und ich glaube nicht, dass es in einem Jahr vorbei ist, zumal wir doch irgendwie alle feststellen, ja super, was ist das denn? Kannst wow, du mal näher kommen? Wow, stylisch. So, also, was wir doch aus Berlin hören, ich bin notorischer Bus- und U-Bahn-Fahrer, wir haben alle seit einem Dreivierteljahr keine Erkältung mehr gehabt. Also das ist irgendwie Corona hin oder her, aber die Masken haben dazu beigetragen, dass wir diese seltsamen Berliner Nies- und Schnupf-schlimmen Gewohnheiten nicht mehr so an uns ranlassen müssen, oder? Ja, das ist richtig. Aber es ist halt als Brillenträger ist es sehr unangenehm, wenn natürlich die Brille mal angehört. Also ich trage die Dinger auch, so keine Frage, die sind extrem wichtig. Aber ich möchte es auch irgendwann wieder los sein. Ich glaube, wenn wir sie nicht mehr brauchen, dann mache ich entweder ein sehr, sehr großes Feuerchen, oder wir haben auch schon beschlossen, dass wir im Hinterhof Girlanden machen mit den ganzen Dingern, weil alle im Haus haben natürlich wild Masken genäht. Und wir werden irgendwelche Freudengirlanden aufhängen, damit das endlich vorbei ist. Und ich meine, für bestimmte Dinge ist es sicher gut, einer dabei zu haben. Ich denke, auch in Grippezeiten in Zukunft werden ein paar noch im Schubkasten bleiben. Aber letztlich, ich nuschel auch so und dann habe ich das Ding davor, dann muss ich mal alles zweimal sagen und dann, ach. Sag mal, Tom, wir sind ein bisschen gedrängt in der Zeit, aber zwei Basisfragen haben wir noch. Ja, eine finde ich ist so ein bisschen gemein gegenüber der Taz, aber... Nein, die ist auch gut, Katrin. Also Peter Kleinschmidt fragt, ich habe es noch immer nicht geschafft, eine Originalzeichnung von Tom zu erwerben. Was muss ich tun? Ja, das ist schwierig. Vermutlich hat er auch schon versucht, mich per Mail zu erreichen. Ich muss da sagen, ich bin ein lausiger Mailbeantworter. Irgendwie, das säuft mir immer alles ab, weil das ist für mich immer so ein bisschen wie Briefe schreiben. Ich versuche halt mir Mühe zu geben und irgendwie kommt immer mehr dazu und denke, ja, machst du mal in Ruhe. Und dann, also ich mache mal Fähnchen an die wichtigen Fragen und Anfragen. Und wenn ich alle Fähnchen aufrufe, dann sieht es aus wie in einem gut gefüllten Fußballstadion. Und mir säuft einfach viel ab. Also er muss hartnäckig bleiben. Man kann eine Zeichnung erwerben, aber was ich nicht mache, ist die Originale verkaufen, die ich für die Taz zeichne, weil die möchte ich mir gerne zusammenhalten für Ausstellungen und solche Geschichten. Ich habe eine große Ausstellung bei der Caricatura, die wird immer wieder aktualisiert. Und ich habe ganz am Anfang mal Originale verkauft. Und du machst es nicht mehr. Die Lustigen gehen als Erste weg und ich hänge da ein bisschen dran. Ja, also insofern müssen wir unseren Leser Peter Kleinschmidt sagen, das verweist uns auf das Thema Begehren und Sehnsucht. Er wird sich weiter begehren, also sehnsüchteln müssen. Es wird ihm kein Erfolg beschieden sein. Nein, Peter,
das geht nicht. Die Taz lesen, ausschneiden. Wenn ich das haben möchte, wenn ich extra was zeichnen soll, kann ich machen, das ist kein Problem, das kriegen wir hin, dann müssen wir uns irgendwie einigen. Er muss halt irgendwie bei mir anfragen, am besten per Mail. Er muss zum Fähnchen werden. Und dann gehört auch ein bisschen Glück dazu. Dann habe ich auch mal Sachen abzuarbeiten und dann vergesse ich die unten drunter wieder. Das ist immer so. Ich habe aber gute Vorsätze für die kommenden Monate. Auf jeden Fall. Und jetzt kommt die Frage, die Katrin schon als ein bisschen fies empfunden hat. Willst du vorlesen, bitte? Wird es ihm, in Klammer, also Tom, also Frage an Tom, wird es ihm nicht manchmal zu viel, wie die Taz an ihm klammert und ihn bei jeder Gelegenheit vereinnahmt und ihn bzw. seine Zeichnung in Projekte einbaut? Hand aufs Herz, Tom, tell us. Nö, das ist okay. Also wenn ich keine Lust habe und das nicht machen möchte, dann sage ich das auch. Es wird ja angefragt und ich kann Nein sagen. Und solange ich nicht Nein sage, ist das auch in Ordnung. Und solange ich dafür Geld bekomme, ist es auch okay. Also, ich meine, es ist natürlich eine gewisse tiefe Verbindung, natürlich über die 30 Jahre ist natürlich da. Und solange das nicht irgendwie ein Blödsinn ist, brauche ich es natürlich. Klar. Ja, Tom, danke. Danke, dass Tom, du nochmal gekommen bist. Du bist cooler als die Taz. Ja, und wir adorieren dich sehr. Ihr tut mir so leid, dass ihr so lange sitzen musstet. Und kommt. Nein. Nein, Quatsch. Uns muss, wir müssen niemandem leid tun. Hier ist aber noch eine Frage, weil wir sozusagen jetzt so rundherum und Corona, und ich finde die Frage ganz schön, weil die auch so sozusagen zu deiner künstlerischen Arbeit ist. Wenn du eine Idee für eine neue Figur hast, setzt du die gleich um oder entwickelst du die Figuren erst lange, bevor sie im Strip auftreten? Eigentlich wollte ich keine festen Figuren machen, weil ich gedacht habe, mir fällt zu den Figuren nichts mehr ein. Und diese Figuren entstehen im Prinzip von alleine. Also ich habe, das war bei der Postoma ganz am Anfang so, die ist, glaube ich, die älteste mit dem Teufel zusammen. Das ist bei der Fee, die ist jetzt vor ein paar Jahren dazugekommen. Die Figuren entstehen, wenn ich eine Witzidee habe, eine Figur entwickle und dann irgendwann wieder eine Witzidee habe und dann passt die Figur, dann nehme ich die und das ist im Prinzip schon der Anfang von der Serie. Weil dann greife ich gerne wieder auf diese Figur zurück. Und wenn ich ein paar Witze mit denen gemacht habe, dann haben die schon ein Eigenleben entwickelt, dass ich ihn auch nicht mehr nehmen kann, weil es einfach deren Vergangenheit. Und wenn man genau hinguckt, in den vielen, vielen Büchern entdeckt man auch sehr schlechte alte Zeichnungen, wo Figuren, die jetzt schon länger dabei sind, schon mal aufgetaucht sind. Also die Fee ist ganz früh schon mal aufgetaucht. Die sehen ein bisschen anders aus, verändern sich so, aber die tauchen alle irgendwann schon mal auf. So als erster Auftritt sozusagen. Lieber Tom, danke für deine Zeit. Danke, für danke, dass du da warst. Danke, dass du zweimal da warst heute. Ja, ich meine, das war ja wirklich okay. Ich war zu gelassen. Ich dachte schon. Ja, aber dann hattest du noch so eine super Überraschung dabei. Ja, das war toll. Lieber Tom. Die Abteilung da hinten, da habe ich so diverse Spielsachen und Krempel und Zeug. Und ich dachte, ich muss irgendwas mit Nase machen, wenn es schon schief geht. Alle Chick. Lieber Tom, hab's fein. Danke, bis bald. Dir. Erholt euch, trinkt euch ein, schlaft gut. Jo, danke, ciao. Tschüss. Tschüss. Jan. Ja, Katrin. Jan. Wie krass. Katrin, wie krass. Wir sind jetzt fast 12 Stunden, aber wir sind ja schon mehr als 12 Stunden, weil wir haben uns ja schon 7:30 getroffen. Ja, und jetzt ist es so, also was nehmen wir mit? Also wir haben tolle Kolleginnen und Kollegen, wir haben viel erfahren. Wie sagtest du das? Es waren 12 Stunden fast Mitarbeiterinnengespräche und ich würde sagen, wir haben genau einen Teil unserer professionell gesinnten Familie wieder getroffen und gehört. Wir haben sehr viel gehört überhaupt und es war toll. Ich meine, die Leute waren alle toll. Wir hatten einfach tolle Leute. Harriet, die gesagt hat, sie liebt die Taz. Wie schön war das? Dieses Arrangement, was irgendwann anfing, sich durchzusetzen, da oben im Panoramaraum mit diesem krassen Taz. Schriftzug, das sah so richtig profimäßig. Jetzt müssen wir sagen, Katrin, dass wir ein Team sind. Also ich sehe das ein bisschen wie Conny. Wer sind wir? Wir sind ein Team und jetzt zeigen wir uns alle.
denn wir wollen uns jetzt verabschieden. Yeah! Los. Ja, lüftet. Ja, Steffi ist da. Und Rebecca ist an der Seite. Rebecca, Luisa, Selina, Raul, Jan Luca, the master of the techniques, Peter Rohrmann. Und Laptop 2. Gibt da noch jemand, der ist Laptop 2? Ne, sind doch alle da jetzt, oder? Jawohl. Alle beieinander. Ihr seht wahnsinnig fresh aus. Und ihr erst für 12 Stunden gut gehalten. Ja, ja. Danke, klasse, dass ihr uns Essen geschickt habt. Das war so super. Toll, dass wir gefüttert wurden. Das muss nicht jeder Tag so sein. Deswegen habt ihr mehrere Gerichte bekommen. Naja, wenn es, ja, das stimmt. Morgen nochmal aufwärmen. Also das soll nicht jeden Tag sein, Gianluca. Das wäre doof. Die Spannung lässt dann ja nach. Ja, man kann nicht auch nicht jeden Tag Weihnachten oder Chanukka-Fest oder Zuckerfest haben. Das ist Quatsch. Nein, heute war es geil, dass ihr das gemacht habt. So ganz smart aus der Hüfte mal kurz organisiert. Großartig. Selina, aus der Hüfte organisiert, so krass vorbereitet war das. Ja, Selina, das war einfach richtig die, gut vorbereitet. Die wir alle bombardiert haben, Katrin und ich, mit Wünschen nach Kollegen, die sie unbedingt organisieren müssen. Steffi Baumeister und Rebecca, die das als Geno-Chefinnen wahnsinnig toll beflügelt haben, dass wir das heute machen. Und im Übrigen habe ich auch Steffis Brille noch nie gesehen. Auch super. Und Peter Rohrmann, der die Technik also mit einer verblüffend blutdrucksenkenden Art und Weise dirigierte. Yeah! Luisa ist unsere Mitarbeiterin der Woche. Das werdet ihr am Samstag lesen. Dann werdet ihr erfahren, woher sie kommt und was sie jenseits der Publizistik kann. Gianluca, wir kennen uns auch schon lange gut und gerne. Raul, wir haben uns auch kennengelernt. Das ist alles großartig. Ich bin stolz, Teil dieses Teams zu sein. Wir auch, Jan. Es war ganz toll mit euch. Ihr wart die perfekten Moderatorinnen. Ja. Das war der absolute Hammer. Es hat super viel Spaß gemacht. Cool. Schön. Ihr musstet ja auch die ganze Zeit zuhören. Ihr wart unser Hauptpublikum. Toll, dass ihr durchgehalten habt. Es war nie langweilig. Oh, das ist ein großes Schön. Kompliment. Und ihr wart ja sogar seit 7 schon da. Ihr ja. seid ja. jetzt in der 13. Stunde. Und ihr wisst, wie schnell unsere Generation sonst gelangweilt ist, aber in diesem Fall wirklich keine Sekunde dabei gewesen, wo auch nur ein Auge drohte zuzufallen. Ja, oh, was qualmen die da schon wieder rum? Ja, ja. gerade erreichte. Was? Eine E-Mail würde ich gerne noch vorlesen, die uns gerade erreichte. Das ist so schön, was ihr da gemacht habt. Danke. Auf die Seite 1 morgen freue ich mich. Super. 3 Ausrufezeichen. Ihr Strahlen, Katrin Gottschalk, ist wunderbar. Nach 12 Stunden immer noch. Wie machen die beiden das mit der Konzentration? Gute Entspannung wünsche ich Ihnen jetzt. Dankeschön. Oh, ganz lieb. Freue mich. Danke euch. Und jetzt tschüss, oder? Ciao. Ciao. Gute Nacht. Tschüss, danke euch. Tschüss, ciao. Tschüss.